Haus am Dom, der Podcast. Ich darf Sie also ganz herzlich zu unserem heutigen Habermas-Seminar begrüßen. Thema, Titel, das Verhältnis von Glaube und Wissen als gegenseitige Ressource in der Philosophiegeschichte. Die Methode ist, wie bekannt, wie schon aus vorigen Sitzungen bekannt, das Referat von mir. Sie haben die Möglichkeit, per Chat quasi sich zu beteiligen, Fragen zu stellen oder Inhalte beizutragen. Ich werde dann in meinen Ausführungen, ich sehe den Chat gegebenenfalls, wenn sich das einbinden lässt, auf Ihre Fragen eingehen und die Inhalte aufnehmen. Nochmal zur Gliederung. Heute, jetzt, wie ich mir das für die Stunde vorstelle, in der wir uns mit Jürgen Habermas beschäftigen. Zunächst möchte ich Thesen zu gesellschaftstheoretischen Grundannahmen, die ich versucht habe, Ihnen zu formulieren, vorstellen und diese erläutern. Im zweiten Schritt möchte ich dann das Achsenzeitkonzept als erste Bestimmung im Verhältnis von Glaube und Wissen Ihnen kurz darlegen, mit meinen Erläuterungen darlegen und dann zweiter Schritt mit Zitaten von Jürgen Habermas unterlegen. Wir versuchen also, wie gesagt, die Sache nochmal jetzt in der Einblendung, die Einblendung zu gesellschaftstheoretischen Grundannahmen mit meinen Thesen, die Sie jetzt sehen. Ich trage Ihnen die Thesen vor und werde sie erläutern, um sie einfach in die Sache der gesellschaftstheoretischen Grundannahmen einzuführen. Erste These. Die Religion als individuelle Überzeugung von Subjekten braucht die Vernunft, das nachmetaphysische Denken, um als Glaube zum Wissen einer Gesellschaft zu werden. Der Glaube braucht also eine vernünftige Übersetzung. These 1. Warum braucht der Glaube eine vernünftige Übersetzung? Weil die Überzeugung eines Einzelnen oder einer Einzelnen noch nicht die von allen geteilte Überzeugung in einer Gesellschaft ist. Subjekte, die sich im Rahmen einer Gesellschaft zueinander verhalten, verhalten sich auch mit ihren Überzeugungen zueinander, sodass damit aber noch nicht ein Wissen als Wissen der Gesellschaft geteilt wird. Dieses Wissen der Gesellschaft muss als solches übersetzt werden, um als kognitiver Gehalt in einer Gesellschaft bestehen zu können. These 2. Dieser Glaube von Subjekten, der durch das Grundgesetz einer demokratischen Verfassung im Sinne der Freiheit garantiert wird, hat ganz unterschiedliche Inhalte, die auf ihre Gesellschaftsfähigkeit hin überprüft werden. Von Fall zu Fall sind das die einzelnen Fälle exemplarisch, etwa vom Schwangerschaftsabbruch über das Kopftuch, das Kreuz und die Beschneidung bis zur Sterbehilfe. Der Glaube von Subjekten ist hier zunächst unabhängig von einer bestimmten Religion, wie die Beispiele zeigen. Die Beispiele stehen also natürlich eher im Sinne des Monotheismus für monotheistische Fragen in unserer Gesellschaft, die auf ihre Relevanz hin für diese Gesellschaft geprüft werden. Sie erinnern sich alle bestimmt an das Streit und den Streit um das Kopftuch, ob also Referendarinnen oder Rechtsreferendarinnen oder Referendarin im Schulunterricht Kopftuch tragen dürfen. Sie erinnern sich an den Streit um die Beschneidung, ob die Beschneidung also im Sinne des Paragraphen 223 StGB eine Körperverletzung ist oder nicht. Das sind Debatten, die als Überzeugungen von religiösen Gemeinschaften auf ihre Überzeugungskraft im Rahmen eines demokratischen Verfassungsstaates hin überprüft werden müssen. Dazu gibt es entsprechende richterliche Urteile und Beschlüsse. These 3. Dabei darf nach Habermas ein Grundrecht nicht gegen ein anderes ausgespielt oder abgewogen werden.
Sobald im Rahmen der sozialen Integration etwa die Freiheit über den Schutz des Lebens gestellt wird und dadurch auch nur ein Gesellschaftsteilnehmer gefährdet wird oder gefährdet werden würde, ist grundsätzlich die kooperativ gedachte Freiheit von Subjekten in einer demokratischen Gesellschaft in Frage gestellt. Kurze Erläuterung dazu. Wir leben also, würde Habermas sagen, in Zeiten der Krise, in Zeiten der Scheidung oder Unterscheidung, was die soziale Integration angeht. Heute im Sinne der Pandemie, weil es darum geht, dass offensichtlich hier Grundwerte gegeneinander ausgespielt oder abgewogen werden. Der Grundwert der Freiheit gegen den Grundwert des Schutzes des Lebens. Habermas' Position in dieser Debatte ist klar, insofern er sagt, dass die Abwägung von Grundrechten für ihn kein gängiger Weg ist. Denn sobald nur ein einziges Subjekt in seiner Freiheit in dieser Gesellschaft beschränkt würde, sei es im Schutz des Lebens, diese Freiheit auszuleben oder auszuagieren, wäre die Abwägung nichtig. In dem Sinne würde Habermas sagen, wird durch den Schutz, durch den Lebensschutz möglicherweise, durch den unterminierten Lebensschutz möglicherweise die Freiheit des Subjektes lädiert, das würde Kant sagen, und in dem Sinne ist keine Abwägung von Grundrechten nach Habermas möglich. These 4. Zur sozialen Integration im beschriebenen Sinn gehört, dass sich Subjekte in einer Gesellschaft verständigungsorientiert im Sinne der Anerkennung ihrer Freiheit und ihrer Überzeugung zueinander verhalten oder strategisch im Sinne einer Ziel-Mittel-Relation. Das strategische Handeln entspricht aber moralisch nicht der Einsicht, dem Wissen der Subjekte, weil die wechselseitige Garantie ihrer Freiheit eigentlich ein verständigungsorientiertes Handeln fordert. Verständigungsorientiertes Handeln kontra strategisches Handeln. Kurze Erläuterung auch hierzu. Nimmt jemand eine Person zum Mittel der Realisierung seiner Zwecke und seiner Ziele, ist die Freiheit dieser Person, die instrumentalisiert wurde, nicht mehr gewährleistet. Dass diese Ethik, jemand zum Mittel für seine Ziele zu machen, nach Habermas unzureichend ist, zeigt das Recht. Denn jeder Person wird ihre Freiheit im Sinne der Menschenwürde eingeräumt. Grundgesetz Artikel 1. In dem Sinne ist Habermas Anhänger von Kant, insofern sich Recht und Ethik gegenseitig begründen und aus sich selbst von sich selbst her jeweils aufeinander wechselseitig verwiesen sind. These 5. Das Wissen in einer Gesellschaft hat also eine kognitive und eine moralische Komponente, die beide im Rahmen des Entwicklungsprozesses der Gesellschaft in unterschiedlichen Weltbildern verbunden sind. Diese geben den Horizont der Weltdeutung ab und bilden die Lebensweltressource der Gesellschaft. Ein kognitiver Inhalt und eine moralische Weltdeutung sind also in einem Weltbild nach Habermas verbunden. Weltbilder haben also immer einen kognitiven und einen moralischen Inhalt. Im Vorgriff auf das, was wir heute hören werden, möchte ich an der Stelle schon ein Beispiel einfügen. Die Deutung der Entstehung der Welt als Schöpfung in der christlich-jüdischen, aber auch in der islamischen Religionstradition, verbindet eine Aussage über die Welt, nämlich Schöpfung, mit einer Ethik, also mit Moral. Das Wissen über die Welt, die von einem Schöpfer erschaffen wurde, korreliert einer moralischen Aussage, insofern der Mensch in der Schöpfung Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen hat. Moralität und Kognition, also moralisches Wissen und kognitives Wissen, sind in Weltbildern nach Habermas immer verbunden. Und schließlich These 6, letzte These als sozusagen Einführungsthese zu den gesellschaftstheoretischen Grundannahmen.
These 6. Eine Gesellschaft besteht damit aus Subjekten und Gruppen, die eine Lebenswelt haben oder als Ganzes der Gesellschaft die Lebenswelt bilden. Die Gesellschaft rein als System von Systemen, Niklas Luhmann ist hier der Gewährsmann, zu begreifen, unterschlägt die Handelnden in diesen Systemen. Aus diesem Grund gehören zur Gesellschaft als System die Begriffe Kultur und Person hinzu. Nochmals eine kurze Erläuterung. System und System mit Subjekt und Kultur ist also an dieser Stelle die Gegenüberstellung von Luhmann und Habermas, um die es hier geht. Das ist sicherlich eine Debatte, die nun nicht mehr von heute, sondern etwas in die Jahre gekommen ist. Sie macht aber deutlich, worum es in der pointierten Absetzung von beiden Autoren geht. Es geht bei der Diskussion darum, rein systemische Logiken nicht unabhängig von Subjekten deuten zu können. Mein Standardbeispiel hierfür ist immer das Anzünden einer Kerze im von mir aus sichtbaren gegenüberliegenden Dom. Die reine Systemlogik sagt hierzu, dass es sich dabei um das In-Beziehung-Setzen der Welt mit der Transzendenz handelt. Religion also hier nach der Systemlogik ist das, was die Differenz der Immanenz der Welt aufhebt, indem die Welt mit der Transzendenz in Beziehung gesetzt wird. Überall dort, wo diese Differenz von Immanenz und Transzendenz aufgehoben wird, ist Religion. Ob nun beim Anzünden der Kerze oder beim Gebet, überall dort ist Religion. Habermas würde dem sicher nicht widersprechen, würde es aber ergänzen, insofern er hinzusetzen würde, dass die Logik des Systems der Religion von Differenz, der Differenz von Immanenz und Transzendenz ein Subjekt braucht, das sich diese Logik aneignet. Es muss also ein Subjekt geben, das die Kerze auch anzündet. In diesem Sinn habe ich Ihnen jetzt zunächst sozusagen die gesellschaftstheoretischen Grundannahmen nochmal vor Augen geführt, die Sie hoffentlich auch gesehen und geteilt haben, und komme jetzt zu meinem zweiten Teil. Der zweite Teil besteht darin, dass ich Ihnen in einem ersten Anschritt sozusagen erläutere, was Habermas unter dem Achsenzeitkonzept versteht, weil in diesem Achsenzeitkonzept liegt eine erste Bestimmung des Verhältnisses von Glaube und Wissen vor. Also zunächst, wie schon in der Gliederung erläutert, meine kurze Erläuterung mit Beispielen und Darstellungen und dann die von Habermas gehabte, mit Zitaten gehabte Unterstützung meiner Illustrationen, sodass Sie ein wechselseitiges Verstehen Habermas und meine und Habermas hoffentlich dann vor sich haben. Der Name Achsenzeit, um überhaupt auf den Begriff zu kommen, rührt daher, dass sich Karl Jaspers das Jahr 500 vor Christus als die Achse vorgestellt hat, um die sich die Rotation der Weltgeschichte gleichsam dreht. Das meint Jaspers deshalb, weil sich zwischen ungefähr 800 bis 200 vor Christus in den früheren eurasischen Hochkulturen unabhängig voneinander ähnliche Revolutionen ereignet haben. Daraus seien die bis heute nachwirkenden religiösen Lehren und metaphysischen Weltbilder hervorgegangen. Damals entsteht nach Habermas aus den mythischen Erzählungen und rituellen Praktiken so etwas wie Religion im Sinne einer gestifteten Lehre, die ganze Zivilisationen prägt. Religionen nehmen die Gestalt von schriftlich kanonisierten Lehren an. Sie bilden Rationalisierungs- und institutionalisierungsfähige Kristallisationskerne für schriftliche, dogmatische Überlieferungen und ebenso für Kultusgemeinden in politischen Organisationen aus. Dem Achsenzeitkonzept, das ich also jetzt im Begriff nach mit Karl Jaspers kurz erläutert habe, dem Achsenzeitkonzept liegt die Überzeugung zugrunde, dass sich der Mensch ohne Konstruktion eines Gottesstandpunktes jenseits der Welt, also ohne einen Blick von from nowhere, nicht aus den Zusammenhängen der kosmischen Gesetzmäßigkeiten befreien könnte.
der Welt jenseitige Gott befreit den Menschen von den Göttern, die den Menschen in der Befangenheit der Welt eigentlich festhalten. Und dieser Welt jenseitige Gott befreit den Menschen nicht nur von den Göttern, die ihn in der Befangenheit der Welt festhalten. Der Mensch wird auch durch den jenseitigen Gott selbst befreit von seiner Gebundenheit an die Natur. Dieses theozentrische kognitive Wissen, diese theozentrische kognitive Erklärung der Welt korrespondiert dabei einer ethischen Perspektive im Umgang mit der Welt. Es geht darum, die kognitive und die moralische Erklärung der Welt im Ganzen als Element einer Welterklärung eines Weltbildes zu verbinden. Konkretes Beispiel, im alten Israel finden Sie immer die kognitive Komponente eines Bezugs auf einen transzendenten Grund, das ist der Schöpfer, und die moralische Komponente als moralisches Wissen, als Korrelation zur Kognition, das ist das Gesetz. Schöpfung und Gesetz sind also die kognitiv-moralischen quasi Explikationen oder Entfaltungen dessen, was notwendigerweise zum Weltbild als Deutung hinzugehört, wenn es in dem Sinne bezogen wird auf einen transzendenten Grund der Welt im Sinne Israels. Mit diesem Weltbild ist also eine Rationalisierung als Wissen verbunden, die den Glauben an die Götter durch den Glauben an Gott ersetzt, eliminiert, aber auch transformiert. Ein Beispiel, ich möchte hier auf eine aktuelle Debatte eingehen, die Habermas jetzt nur am Rande, aber auch führt. Es ist nämlich die Debatte um Jan Assmann, Ägyptologe, mit seinem Werk Moses der Ägypter oder die mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus. Das sind die zwei Werke, die man hier nennen könnte. Mit der These, also Assmanns These, der Gewaltförmigkeit des Monotheismus. Assmann sagt, der Monotheismus ist als Religion unabdingbar mit Gewalt verbunden, weil die Durchsetzung des monotheistischen Monopols gegen den Polytheismus, also gegen die Vielgötterei, nur mit Gewalt möglich ist. Der eine Gott muss notwendig gewaltförmig die vielen Götter vom Thron stoßen, sonst kann er sich als ein Gott gegen den Polytheismus nicht durchsetzen. Die Gewaltförmigkeit des Monotheismus bezieht sich dabei sowohl auf die Religion im engeren Sinne, also auf religiöse Vorstellungen, wie auf die damit verbundene Gesellschaft. Beispiel, das Jan Assmann in dem Zusammenhang nennt, ist natürlich die Landnahme Israels. Die Landnahme Israels ist ein gewalttätiger Akt der Vertreibung, der gesellschaftlichen Vertreibung anderer Völker und der Durchsetzung des Monotheismus im gesellschaftlich-religiösen Sinn. Das ist die These, die Assmann vertritt. Diese monotheistische Gewaltförmigkeit des Glaubens an einen Gott hat sich in Ägypten selbst, an einen Gott, obwohl es in Ägypten eine Reform gab, nicht durchgesetzt. Auch wenn etwa Echnaton in der 18. Dynastie im neuen Reich den Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle Ägyptens Götter erhob, ist damit noch keine monotheistische Religion und monotheistische Reform im Sinne verbunden, wie Assmann sie sieht. Warum? Der Grund des Scheiterns dieser monotheistischen Reform Echnatons liegt darin, dass die Macht des einen Gottes in der Person des Königs verkörpert bleibt. Also Gott und König so identifiziert werden, dass hier gerade keine Trennung vorgenommen wird. Solange aber die Verbindung von Gott und Mensch nicht aufgeklärt vom König selbst gelöst wird, ist die monotheistische Revolution nach Assmann nicht umfassend vollzogen. Das gelingt erst sozusagen in Israel. Jetzt zu Habermas zurück. Damit ist auch für Habermas klar, der transzendente Bezugspunkt, unabhängig von einer konkreten gesellschaftlichen Person des Königs, ist der Punkt der Rationalisierung der Religion, auf die es auch Habermas ankommt. Wiederum ein Beispiel an der Stelle. Die prophetische Kritik im alten Israel am König ist an dieser Stelle sicherlich der Ausweis der Rationalisierung
dieses Monotheismus der Religion gegenüber der Religion Ägyptens. Es wird nämlich eine Macht, die der Propheten, gegen die Macht des Königs gesetzt und das im Namen des einen Gottes. Also es wird keine Identifikation mehr vollzogen zwischen König Gott und sozusagen dem dann in der Gesellschaft realisierten Religion, sondern es wird im Sinne eines aufgeklärten Monotheismus in Israel die Freiheit für die Gläubigen geschaffen, im Angesicht der Propheten sich gegenüber dem König selbst zu einem transzendenten Gott zu verhalten und damit im Sinne einer aufgeklärten Religion ihre eigene Freiheit zur Geltung zu bringen. Ja. Die Trennung der gesellschaftlichen Organisation von Religion im Sinne der Trennung in der Person des Königs ist die Voraussetzung eines aufgeklärten Monotheismus. Diese These würde Habermas mit Jan Assmann sicher teilen. Damit ist der König zwar Repräsentant des einen Gottes, aber eben auch nur Repräsentant des einen Gottes und nicht identisch sozusagen mit ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Dem König stehen die Gläubigen im Volk mit ihrer eigenen Glaubensüberzeugung und ihren Glaubensüberzeugungen gegenüber, die selbst durch Gott, auf den sie sich beziehen, gerechtfertigt sind. Unter dem kognitiven und moralischen Erklärungsmantel des einen Gottes für die Welt spannt sich also eine Freiheit der Gläubigen auf, so habe ich es mal mir ausgedacht, bei denen der König zwar eine herausragende, aber selbst eben keine göttliche Stellung mehr hat. Es geht bei diesem Weltbild also um den transzendenten Standpunkt, der sowohl einen kognitiven wie moralischen Blickwechsel möglich macht und der Freiheit schafft. Der Bezug auf das eine verschafft dem Betrachter die Distanz von den vielen, das in der Welt geschieht. Das eine ermöglicht eben die Entmythologisierung der Welt im Ganzen. Das ist der entscheidende Punkt. Entmythologisierung ist das nächste Stichwort, an der Stelle Mythos. Der Mythos besteht darin, als Vorform sozusagen, dass das Ewige mit dem Irdischen unmittelbar verbunden ist. Das ist aber nicht genau der Punkt, auf den es dem Standpunkt des welttranszendenten Gottes ankommt. Die Geschichte und die Welt werden dauerhaft ewig miteinander im Mythos verbunden, der ewig immerwährend erzählt wird. In den sagenhaften Geschichten des Mythos wird das Dasein der Menschen mit der Welt und den Göttern und Geistern unmittelbar verknüpft. Der Mythos liegt für Habermas dabei zeitlich vor dem Logos, also vor der Erklärung der Welt im Sinne des einen transzendenten Punktes. Dabei gehört zum Mythos, dass sich die Anhänger einer Religion ihre Mythen nicht nur erzählen, sondern auch im rituellen Sinne begehen. Also Mythos und Ritus sind gegenseitige semantische Gehalte nach Habermas, die sich wechselseitig quasi erklären und bedingen. Also was im Mythos erzählt wird, wird im Ritus gefeiert. Und was im Ritus gefeiert wird, wird im Mythos erzählt. Das ist aber alles eine Vorform sozusagen der Rationalisierung eines Glaubens an den einen Gott, insofern hier eben nicht die Differenz von Welt und Gott eingezogen wird, sondern im Mythos Götter und Welt miteinander in ein unmittelbares Geschehen verknüpft werden. Diese Rationalisierung ist dem Mythos nicht, sozusagen steht dem Mythos nicht zur Verfügung, die der Glaube an einen transzendenten Gott allerdings beinhaltet. Beispiel an der Stelle, das mir wieder eingefallen ist. Die Ägypter sahen die Welt als eine große Scheibe, die vom Fluss des Nils durchzogen wurde und das Land in zwei große Teile trennte. Diese Scheibe stellte die Oberwelt dar, in dessen Mitte die Menschen am Nil lebten. Die Oberwelt wurde von vier Säulen gigantischen Ausmaßes an jeder Ecke der Erdscheibe gestützt. Unter der Erde lag die Unterwelt, welche ein Spiegelbild der Oberwelt war. Die Fahrt des Sonnengottes tagsüber
über den Himmelsbogen und nachts durch das Wasser der Unterwelt wird dabei als Mythos in ganz unterschiedlichen rituellen Zusammenhängen im alten Ägypten vergegenwärtigt. In ganz unterschiedlichen rituellen Zusammenhängen. Nur um Ihnen zu zeigen, dass Mythos und Ritus gegenseitig sich bedingen. Und das nicht nur kognitiv, sondern auch moralisch. Das kulturelle Gedächtnis des Mythos wird im alten Ägypten gefeiert und begangen. Etwa, wenn der Göttin Maat als Konzept für Gerechtigkeit, Weltordnung, Wahrheit, Staatsführung und Recht mit entsprechenden Opfern durch den Pharao gehuldigt wurde. Aber hier wieder die unmittelbare Identifikation, die keine Rationalisierung ist. Der Pharao huldigt der Göttin Maat, indem er selbst quasi als Gott sich auf die Stufe dieser Göttin stellt. Entscheidend an der Stelle aber, wie gesagt, ist Ritus und Mythos als gegenseitige Explikation von semantischen Gehalten. Eine Rationalisierung zum Wissen des Mythos tritt für Habermas erst dann ein, Klammer auf, ähnlich für Max Weber, wenn es eine magische Entzauberung der Welt gibt, wenn also das Mythische, Mystische erklärt wird und das Sakrale vom Logos in der Achsenzeit in die Beziehung zu einem transzendenten Gott gesetzt wird. Das nun alles nochmal in einer ersten Darstellung vertieft anhand von Zitaten aus dem Buch von Jürgen Habermas, auch eine Geschichte der Philosophie aus dem ersten Band. Ich werde Ihnen die entsprechenden Zitate dann jetzt vorführen, die also quasi das nochmal nachholend einholen, was ich Ihnen versucht habe zu sagen. Etwa auf Seite 464. Zitat: Die aufklärenden Proteste der Intellektuellen haben überall die mythologischen Erklärungsmuster und die Symbiose von Heil und Herrschaft untergraben. Mit den religiösen und mythischen Weltbildern der Achsenzeit haben sich allgemein verbindliche Normen herausgebildet, die der Herrscher nicht länger verkörpern, sondern nur in dem Maße repräsentieren kann, wie er diesen, Klammer auf, den Normen selbst unterworfen ist. Sie sehen an der Stelle genau das, was ich versucht habe zu sagen. Also der Herrscher repräsentiert die Norm der Religion, ohne dass er sie selbst verkörpert. Ja? Was vom Mythos gilt, was im alten Ägypten gilt, was noch bei Echnaton gilt, das ist gerade eine mangelnde Form von Rationalisierung in dem Sinne, dass die Religion als Welterklärung im Vorteil ist, wenn sie im Sinne der Rationalisierung die Freiheit der Subjekte bedenkt und an der Stelle die Religion trennt von ihrer gesellschaftlichen Objektivation der Verdinglichung. Der König ist Repräsentant des Königs, der König ist Repräsentant Gottes, aber der König verkörpert nicht die Gottheit an der Stelle. Sie haben also an der Stelle so etwas wie eine Art der Säkularisierung im Sinne der Befreiung der Gläubigen zu ihrer eigenen Überzeugung, insofern in einer Gesellschaft zwar eine Religion möglich ist, diese Religion in der Gesellschaft aber dem Gläubigen die Freiheit lässt, sich auf diesen transzendenten Grund zu berufen, mit oder gegen den König. Am Beispiel des Prophetentums und der prophetischen Kritik im Alten Testament wird das genau deutlich an der Stelle. Ja? Also, Sie haben eine erste Form der Rationalisierung des Glaubens, des Mythos im Glauben an einen welttranszendenten Gott. Und das wiederum am Beispiel Israels. Ein weiteres Zitat, auch auf Seite 464, 65 dieses ersten Bandes. Zitat: Die religiös-metaphysischen Lehren unterscheiden sich von den mythischen Erzählungen durch die Distanz, die sie zu einer im Ganzen auf Distanz gebrachten Welt einnehmen. Dieser Zug der Objektivierung oder zur Objektivierung, der ihnen den
Charakter von umfassenden Weltbildern verleiht, verlangt das Hinausgreifen über alles episodisch Vergegenwärtigte und in der Welt präsente Geschehen. Das Judentum erzeugt mit dem Gottesbegriff einen transzendenten Bezugspunkt, von dem aus die Welt der Natur und der Geschichte als Ganze objektiviert, man könnte ergänzen, objektiviert betrachtet werden kann, Klammer auf, Klammer zu und Zitat Ende an der Stelle. Das ist genau der Standpunkt der Achsenzeit als Standpunkt der Rationalisierung des Mythos. Das Mythos im Ritus, der selbst eine kognitive und moralische Komponente hat. Dieser transzendente Bezugspunkt der Religion, der in der Achsenzeit, zum Beispiel im alten Israel, hier, wie das Zitat zeigt, im Judentum zu finden ist. Ähnliche Konzeptionen haben etwa der Buddhismus nach Habermas und der Taoismus insofern sich an der Stelle also quasi ergreift über eine nur quasi okzidentale Beschreibung hinaus an der Stelle, wie Sie ja auch im Judentum sehen, nicht nur im Griechentum, sondern oder jetzt hier in der westlichen Welt, in der auch der Buddhismus und der Taoismus mit den Begriffen Nirvana und Tao entsprechende transzendente Konzepte hätten, die einen ebenso transzendenten Bezugspunkt bieten würden. Damit scheint Habermas die von Aßmann, um nochmal darauf zurückzukommen, entwickelte These differenziert zu betrachten, aber im gewissen Sinn auch zu bestätigen, vor allen Dingen. Denn die Trennung von Gott und König bedeutet nicht unmittelbare Legitimation des Königs, sondern nur eine bedingte Legitimation des Königs. Die prophetische Kritik am König ist also ein Zeichen seiner irdischen Macht und seines irdischen, aber nicht göttlichen Status an der Stelle. Was ist zusammenfassend zu diesem ersten Konzept im Sinne des Verhältnisses von Glaube und Wissen zu sagen? Zunächst, es ist eine Entdämonisierung der Welt. Insofern sozusagen die Verwobenheit der Welt mit dem Geistigen oder den Geistern rationalisierend entflechtet wird. Die Abschaffung magischer Mächte ist damit verbunden. Die Entsakralisierung von Herrschaft, im Sinne vor allen Dingen des Königs. Die Freiheit der Glaubenden. Die einheitsstiftende Gestalt eines Gottes für das Ganze der Welt, im Sinne einer kognitiven Erzählung und eines moralischen Anspruchs. Diese Erzählung von Geschichte als Heilsgeschichte wird zum konstitutiven Bestandteil einer solchen Erklärung, die am Anfang bis zum Ende moralisch sozusagen aufgeladen wird, insofern die Verantwortung des Menschen für sein Handeln schon bei der Schöpfung ihn kennzeichnet in seiner Stellung im Kosmos, genauso wie der Mensch bis zum Ende dann von einer rettenden Gerechtigkeit oder auf eine rettende Gerechtigkeit hoffen oder von ihr reden kann. Insofern diese rettende Gerechtigkeit der Rahmen für den Anfang bis zum Ende der Schöpfung ist. Das ist genau der Punkt. Geschichte wird zur Heilsgeschichte unter dem kognitiv-moralischen Bedeutungs- und Deutungshorizont eines welttranszendenten Bezugspunkts. Und das ist hier zu einer Gewährleistung einer rettenden Gerechtigkeit am Ende der Geschichte kommt, ist natürlich von Habermas wie eine Anspielung an Walter Benjamin, denn hier geht es natürlich um den Engel der Geschichte, der als Sturm vom Paradiese her weht. Es geht also darum, dass die rettende Gerechtigkeit natürlich mit diesem welttranszendenten Standpunkt sozusagen verheißen ist und in der Religion geglaubt werden kann, aber als gewusste rettende Gerechtigkeit natürlich niemals in säkulares Wissen übergehen kann, sondern es bleibt immer eine Hoffnung des religiösen Bewusstseins, dass die Opfer der Geschichte nicht umsonst waren. Ja, das ist also natürlich an der Stelle der Punkt, der sozusagen die Rationalität der Religion noch einmal trennt von einer
Rationalität des Wissens einer Gesellschaft, die sich von der Religion auch im Sinne des transzendenten Ursprungspunktes nochmal distanziert hat. Wenn Sie das jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben wollen, möchte ich Sie nochmal auf ein Zitat verweisen, das Sie auf der Seite 471 finden. Und im Übergang 472. Auch wiederum hier des ersten Bandes, die okzidentale Konstellation von Glaube und Wissen, Jürgen Habermas, auch eine Geschichte der Philosophie. Die mit den achsenzeitlichen Weltbildern dezentrierende Versachlichung der im Mythos noch unmittelbar vollzogenen Fusion der Lebenswelt mit der objektiven Welt bleibt auf halbem Wege stehen. Denn in der Totalität, in die das nun zum Gegenstand theoretischer Betrachtung neutralisierte innerweltliche Geschehen eingebettet bleibt, spiegelt sich nach wie vor der performativ gegenwärtige holistische Hintergrund der Lebenswelt als ein uns vor Augen stehendes Ganzes. Es sind die ins umfassend kosmische oder weltgeschichtliche erweiterten Dimensionen eines erfahrenen sozialen Raums und einer erlebten historischen Zeit, in denen das Wesen der Erscheinungen transparent wird. Auf diese Weise vergewissern uns die Weltbilder nach wie vor der Bewohnbarkeit der Welt, die zugleich gegenständlich dargestellt wird an der Stelle in den Weltbildern. Es ist nur die Frage am Anfang des Zitats, ich möchte das Zitat dann noch fortführen, aber ich möchte an der Stelle erstmal sozusagen einhalten, denn er spricht an der Stelle davon, dass den achsenzeitlichen Weltbildern sozusagen nur der halbe Weg gelingt. Sie bleiben auf halbem Wege stehen, denn die Totalität sozusagen des performativ gegenwärtigen holistischen Hintergrunds bildet den Hintergrund, der uns vor Augen steht. Warum bleiben an der Stelle der Achsenzeit die Weltbilder auf halbem Weg stehen? Die Befreiung, die an der Stelle quasi notwendig wäre, hat ein Defizit. Dieses Defizit als Befreiung der Überzeugung von den Gläubigen ist natürlich insofern defizitär, als es nicht die Freiheit der Gläubigen an ihnen selbst beinhaltet. Ja, die Erklärung der Welt hängt immer noch als Erklärung an der Welt durch einen transzendenten Gott. Diese Erklärung der Welt ist also nicht die vollständige Überführung ihrer Freiheit, unabhängig von der Religion, in eine Freiheit ihrer aufgeklärten Selbstbestimmung. Deshalb bleiben die Religion und bleiben achsenzeitliche Konstellationen und Konzeptionen von Religion quasi auf halbem Weg stehen. Ja? Also die Abhängigkeit von einem welttranszendenten Ursprung, der mir natürlich Freiheit gegenüber dem König garantiert, ist die eine Seite. Die andere Seite an der Stelle ist natürlich, dass meine Freiheit im umfassenden Sinn dadurch immer noch nicht als Freiheit im Sinne der Autonomie gewährleistet ist, weil ich immer noch von diesem Gott im Sinne der Moral und der kognitiven Erklärung abhängig bin. Also die Rationalisierung der Achsenzeit ist noch keine Rationalisierung im Sinne der Neuzeit oder im Sinne der Aufklärung. Ja, im Sinne der Aufklärung der aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist der Punkt an der Stelle, auf den es mir entscheidend ankommt. Ja. Also achsenzeitliche Konstellationen der Erklärung der Welt durch einen welttranszendenten Gott befreien den Gläubigen von der Macht des Königs über ihn, differenzieren zwischen Gesellschaft und Religion, ja, aber leiden daran, dass der Gläubige oder die Gläubige immer noch nicht im Sinne einer aufgeklärten Autonomie ihrer selbst als Freiheit sich bestimmt, unabhängig von der Religion. Das ist die sozusagen entscheidende Wolte, weshalb hier an der Stelle Habermas betont, dass die achsenzeitlichen Weltbilder auf halbem Weg quasi stehen bleiben. Ja? Und nicht umsonst
fährt das Zitat dann auch weiter oder führt das Zitat dann auch fort, und ich will Ihnen den Anschluss ja gerade dann vor Augen führen oder vor Ohren bringen oder wie auch immer. Also er fährt dann fort nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, Zitat: Diese begriffliche Struktur wird erst mit dem von der Subjektphilosophie in Begriffen der modernen Naturwissenschaften vollzogenen Schritt zur Objektivierung der Welt zerfallen. Nochmal, diese begriffliche Struktur wird erst mit dem von der Subjektphilosophie in Begriffen der modernen Naturwissenschaften vollzogenen Schritt zur Objektivierung der Welt zerfallen. Indem die Erkenntnistheorie des 17. Jahrhunderts dem vorstellenden Subjekt die Welt als die Gesamtheit vorstellbarer Objekte gegenübersetzt, verzichtet die Philosophie im folgenden Jahrhundert darauf, das Bild einer um uns zentrierten Welt im Ganzen zu entwerfen. Zitat Ende. Wohin läuft also die Entwicklung an dieser Stelle quasi von der Kritik der Achsenzeit, wenn Sie einen Ausblick also dann quasi in diesem Zitat ins 17. Jahrhundert wollen? Na, sie läuft dahin, dass die kopernikanische Wende quasi der entscheidende Schritt ist, auf dem die Freiheit des Subjekts oder mit dem die Freiheit des Subjekts dann verbunden gewährleistet wird. Wenn alle Erkenntnis sich nach den Bedingungen der Möglichkeit Kant des Subjekts zu richten hat und die Welterkenntnis nicht die Welt im Sinne ihrer Mittelpunktstellung voraussetzen darf, dann haben wir es mit einer Rationalisierung zu tun, die ganz unabhängig von der Religion die Vernunft in Kraft setzt, die Vernunft auf den Thron setzt, statt den König und der Religion. Das ist der entscheidende Punkt, der sozusagen von der Achsenzeit aus und der Deutung im Sinne der Achsenzeit und im Rahmen der Achsenzeit durch der Welt, durch einen welttranszendenten Gott hier von entscheidender Bedeutung ist. Die Freiheit des Subjekts an die Stelle der Bestimmung des Subjekts durch die Religion und durch den welttranszendenten Grund, obwohl diesem Subjekt natürlich im achsenzeitlichen Sinne bereits eine Freiheit in seinem Glauben zugeschrieben wird. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon versucht, so ein bisschen die Chats hier wahrzunehmen, die hier so reinflattern, um auf die eine oder andere Bemerkung einzugehen. Abschaffung, ich nehme hier jetzt mal ein, Abschaffung des Opfers bei Habermas, ist Jesus als Opferlamm nicht gerade Verstärkung der Opfermetapher? Die Opfermetapher ist eine Metapher, die aber, das schließt sich an der Stelle ganz gut an, die Opfermetapher ist aber eine Metapher tatsächlich und kein reales Geschehen. Ja, also das Entscheidende sozusagen im Unterschied zum Opfer ist das, dass in christlicher Rationalisierung, würde Habermas sagen, dass das Opfer in Jesus Christus ein für alle Mal vollbracht ist und Jesus Christus selbst quasi das Opfer pro nobis für uns und für alle ist, aber dieses Opfer nicht als Opfer im Sinne des Mythos und der vormythischen Religion dauerhaft vollzogen werden muss. Also das Opferlamm ist eine sozusagen metaphorische Rede, die der Bedeutung dieses Opfers im Sinne seiner Rationalisierung nicht angemessen ist. Natürlich ist es ein Opfer, aber es ist ein Opfer ein für alle Mal. Es gibt kein zweites Opfer. Und in diesem Sinn ist die Rede vom Opfer im Christentum eigentlich eine uneigentliche Rede. Ja? Während das Judentum sozusagen im jährlichen Opfer oder andere Religionen im dauerhaften Opfer und sei es auch Menschenopfer quasi die unmittelbare Verbindung zum Grund der Welt oder zu den Göttern herstellen wollten, ist diese Verbindung im Sinne der Rationalisierung des Christentums mit Jesus Christus überhaupt nicht mehr notwendig, weil diese Verbindung von Gott selbst her hergestellt ist. Also quasi ein Tun des Menschen im Sinne seiner eigenen Leistung ist dann wie ausgesetzt.
Ja, also der welttranszendente Gott ist selbst der Grund dafür, dass es Versöhnung gibt und der damit alle anderen Opfer abschafft. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, also es ist ein Opfer, aber eine Abschaffung aller Opfer, weil Gott selbst das Opfer ist. Also in dem Sinne ist das Opfer oder das Opferlamm wirklich im strikten Sinne eine Metapher. Ich gucke jetzt noch mal so ein bisschen weiter. Eine andere Debatte wären die um die Grundrechte, die ich hier sehe. Grundrechte, das Recht des Kindes in der Abwägung höherer Gewicht gegenüber den Eltern. Also ich denke, es geht an der Stelle um die Beschneidung. Wenn ich das recht sehe, zum Beispiel, ja, das war die Anfangseinlassung als eine meiner Thesen, quasi der Rationalität der Religion im Blick auf die Gesellschaft. Was hat das also sozusagen an Rationalität noch in sich, wenn wir von Beschneidung reden und dabei doch eine Körperverletzung attestieren müssen? Umgedreht formuliert, eine Körperverletzung ist doch eigentlich eine nicht zulässige Handlung, die gerade den Straftatbestand erfüllt oder einen Straftatbestand erfüllt, sodass wir in diesem Sinne doch auch eigentlich Beschneidung im Sinne der Religion quasi aussetzen müssten oder zumindest zur Anzeige bringen müssten. Ja. An der Stelle ist es so, dass durch eine entsprechende sozusagen Bundesgesetzgebung die Fürsorgepflicht der Eltern auch in religiösen Dingen vor den Straftatbestand der Beschneidung gestellt wurde. Ja, also es bleibt unbenommen, dass quasi eine Läsion stattfindet. Diese Läsion ist aber hinzunehmen aufgrund des von den Eltern gehabten Fürsorgerechts und der Fürsorgepflicht auch in Sachen der Religion. Ja, also hier sehen Sie, das Problem der Beschneidung ist eins, dass natürlich die Religion in Konkurrenz zu einem säkularen Staat bringt, der die Körperverletzung als solche im Strafgesetzbuch ahndet. Diese Körperverletzung muss natürlich sozusagen wenn die Religion mit dieser Vorstellung gehalten werden soll, also wenn die Religion weiterhin gerechtfertigt werden soll, muss diese Körperverletzung natürlich in Einklang gebracht werden als religiöse Vorstellung mit den Grundgesetzen im Sinne der Grundrechte oder mit dem Grundgesetz, das für sozusagen die Rationalität, das mit dem Grundgesetz, das für die Rationalität des Religiösen die Garantie seiner Inhalte mit sich bringt oder mit sich führt. Also in dem Sinne ist die religiöse Forderung, wir können gleich nochmal sicher auf die Diskussion eingehen, die religiöse Forderung der Beschneidung ist eine, die zunächst unmittelbar dem Recht der Unversehrtheit widerspricht und diese unmittelbare Forderung des Rechts der Unversehrtheit des Kindes, die muss sozusagen richterlich oder gesetzgeberisch eingeholt werden, damit die Religion, wenn sie denn nicht dem Strafgesetz in der Form und in der Hinsicht verfallen soll, gerettet werden kann, die religiöse Vorstellung der Beschneidung. Und das wurde durch eine entsprechende sozusagen Gesetzgebung eingeholt. Also zu der Abwägung der Grundrechte möchte ich zunächst nur sagen, das ist die Position, die Habermas in der Wochenzeitschrift Die Zeit vertritt in einer Auseinandersetzung am, wenn ich mich recht entsinne, 7. Mai. Ich möchte das schon nochmal erläutern an der Stelle, weil das schon nochmal wichtig ist. Also er sagt, die grundsätzliche These ist die, wenn Recht und Freiheit mit der Ethik sich gegenseitig begründen und wechselseitig implizieren, dann ist das die Abwägung von Grundrechten sozusagen illegitim, insofern als
wenn es nur eine einzige Person gäbe, die aufgrund der sozusagen Favorisierung der Freiheit des einen im Schutz des Lebens sein Leben verlieren würde und seine Freiheit damit einbüßte, dann ist das unzulässig. Und in diesem Sinne ist sozusagen Recht, Ethik, Freiheit der Maßstab, unter dem Recht und Moral zusammengesetzt oder ineinander übersetzt werden. Das ist an der Stelle Habermas' These. Er sagt ja auch nur, die soziale Integration in der Debatte, die wir gerade führen, ist in dem Sinne krisenhaft, weil gerade Grundrechte oder weil gerade die Debatte des Abwägens von Grundrechte offensichtlich die soziale Integration in die Einheit der Gesellschaft im Sinne einer Gefahr oder der Unterscheidung spiegelt, weil es eben die einen gibt, die für die Freiheit sozusagen im Sinne der Menschenwürde ihrer eigenen Betätigung eintreten und die anderen für den Schutz des Lebens und dabei oder dazwischen offensichtlich Krisenphänomene der Nichtübereinstimmung festgestellt werden können. Und in dem Sinne würde er sagen, die soziale Integration zeigt ein Krisenphänomen im Abwägen der Grundwerte. Er selbst würde diese Grundwerteabwägung aber nie in dem Sinne vornehmen, weil er sagen würde, sobald ein einziges Lebewesen in diesem, also ein einziger Mensch in dieser Gesellschaft, der Gefahr ausgesetzt ist, durch die Betonung der Freiheit in seinem Schutz tangiert oder lädiert zu werden, ist eine Freiheit und der Schutz des Lebens nicht gegeneinander auszuspielen. Was das jetzt für die Zeugen Jehovas, was da jetzt die Zeugen Jehovas betrifft und die Auseinandersetzung mit den Zeugen Jehovas, ist die, dass tatsächlich gesagt werden soll, quasi der Schutz des Lebens ist als Schutz der Freiheit einer, der natürlich nicht dazu ermächtigt, dieses Leben nicht zu gewährleisten. Also insofern ist es nicht ein Abwägen der Grundrechte im Sinne der Zeugen Jehovas, Schutz des Lebens, Freiheit, sondern gerade das Gemeinsame des Schutzes des Lebens im Sinne der Freiheit fordert, dass hier eine Bluttransfusion vonstatten geht. Gerade die Einheit von Schutz des Lebens und Gewährung der Freiheit, Gewährung der Freiheit und Schutz des Lebens fordert, dass nicht eine Behandlung unterbleiben darf an der Stelle. Also gerade nicht die Abwägung sozusagen ist das Argument gegen, sondern die konzertierte Einheit der Grundrechte ist das Argument gegen eine verweigerte Blutübertragung oder eine sonstige Behandlung. An der Stelle gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben den Dom oder ich habe den Dom vor Augen. Ich darf Ihnen an der Stelle für die Diskussion und die Aufmerksamkeit danken, dass Sie auch an der Stelle jetzt wieder dabei waren, dass Sie die Thesen als gesellschaftstheoretische Grundannahmen wahrgenommen haben, die erste Bestimmung im Verhältnis von Glaube und Wissen im Achsenzeitalter sich angehört und mit Habermas quasi unterlegt nochmal verstanden hoffentlich haben. An der Stelle bleibt mir nur, Sie auf nächste Woche zu verweisen. Auch da werden wir wieder zur selben Zeit eine Stunde hoffentlich gemeinsam unterwegs sein hier. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen an der Stelle alles Gute.